Hallo, ja, willkommen zu meinem Vortrag über das Reverse Engineering der Mundraub-API. Reverse Engineering, das heißt, ich weiß eigentlich nicht richtig, wie das intern funktioniert, wenn ich anfange es zu benutzen, sondern ich versuche nach und nach herauszufinden, wie funktioniert eigentlich gerade die Software, die ich benutze. Und in dem Fall ist es eine Websoftware, ich mache das mal auf, nämlich eine Karte von mundraub.org. Und hier kann ich Früchte finden. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade hier in Berlin und da gibt es halt ganz viele Früchte. Gucken, ob ich es finde. Ja, also ja, genau. Hier gibt es ganz viele Früchte in Berlin und meine Idee war jetzt, okay, ich mag gerne Früchte finden, ich möchte es gerne mit anderen teilen, wenn ich unterwegs bin. Wie kann ich das denn jetzt mit einer App machen, die ohne Internet funktioniert? Denn Mundraub ist einfach nur eine Karte und eine Webplattform und die funktioniert nur mit Internet und das kann ich halt nicht, wenn ich in den Alpen spazieren gehe. Und die haben ja schon eine API, ich kann mich hier einloggen, ich kann neue Fruchtfundorte hinzufügen. Ich habe auch eine Karte, wo ich die finden kann. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ich da jetzt herausgefunden habe, wie ich denn selber das schaffen kann, obwohl die mir überhaupt nicht helfen und keine Dokumentation haben, dass ich deren Webplattform an eine eigene Anwendung anbinde. Und das Erste, was mir sozusagen auffällt, ist, hier gibt es eine Karte. Man kann da reinzoomen. Man sieht jetzt hier jetzt so verschiedene Fundorte. Zum Beispiel gibt es hier einen einzelnen, den kann ich anklicken. Es handelt sich dabei um eine Kirsche. Hier in der Nähe gibt es übrigens auch Kirschen, wo wir sind. Und wenn ich weiter rauszoome, dann sieht man auch, okay, da ist noch eine Kirsche, aber hier sind auch sofort irgendwie so zwei nebeneinander. Und das finde ich irgendwie gar nicht toll. Ich kann nicht weiter reinzoomen, aber hier sind irgendwie zwei und die sind eventuell in dem Bereich hier irgendwo und manchmal muss ich halt ziemlich genau wissen, wo die sind. So. Und da stellt sich für mich die Frage, kann ich da schon mal was machen? Ich klicke einfach mal so rechts auf das Ding drauf. Rechtsklick. Komm schon. Hat der Rechtsklick? Ja, da. Element untersuchen. Und jetzt habe ich hier unten die, die Ansicht, wie die Webseite sozusagen funktioniert. Wir haben hier einmal die HTML-Ansicht und hier drüben das Styling. Und wir haben aber auch sowas, das nennt sich Netzwerkanalyse. Und da kann man jetzt mal schauen, okay, was die Webseite, die lädt ja nicht alle Pflanzen sofort runter, sondern die lädt immer nur bestimmte Teile runter. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Karte verschiebe? So. Sobald ich die Karte verschiebe, sehen wir, es gibt sofort ein paar neue Anfragen, die die Karte stellt. Kann ich mal weiterklicken. So. Und da über diese Webanfragen kann ich mir angucken, was machen die eigentlich. Hier gibt es zum Beispiel Plant, da gibt es Group. Wir können ja mal Group angucken. Group hat irgendwie hier unten was, was ich sende. Ich kann irgendwie nicht so gern gut scrollen damit, aber das ist das, was mein Computer sendet. Das ist die Antwort. Und es gibt da Cookies, es gibt Parameter. Wenn ich hier die Parameter angucke, zum Beispiel die B-Box, das ist die sogenannte Bounding-Box, das sind die Koordinaten oben links und unten rechts. Und es gibt auch eine Antwort. Und die ist null. Also nichts. Es gibt hier keine Gruppen. Aber jetzt kommen wir zu den Pflanzen. Die Pflanzen gibt es hier nämlich welche. So, wir haben hier also eine Liste an Features. Und da sind zwei Pflanzen eingetragen. Und die haben diese Position. Die haben eine N-ID, das ist die Node-ID. Und die TID, das ist die Typ-ID, habe ich dann später herausgefunden. Es gibt also irgendwie so, Nummer 15 ist, mal gucken, mal draufklicken, klick mal drauf. Da sehen wir hier oben die Node-ID sozusagen. Und das ist eine Walnuss. So habe ich schon mal herausgefunden, okay, so kann ich mir alle Pflanzen holen, die so auf der Karte sind, aber erstmal nur in einem bestimmten Bereich. Kriege ich es denn jetzt hin, wirklich alle Pflanzen von dem gesamten Server runter zu saugen und dann kopiere ich mal hier die Adresse. So. Und probiere das einfach mal. So, ich füge das jetzt mal ein. Hier ist die Bounding Box. Und da können wir ja mal was anderes reinschreiben. Ich setze mal das Mikrofon ab und gebe einfach mal vom Südpol zum Nordpol und von der einen Seite der Erde gleich wieder rundherum auf die andere Seite der Erde ein. So, mal gucken. -90.
80. Oh nee. 80. Ja, das dauert jetzt eine Weile und da kommt auch eine ganze Menge zurück. Ja, können wir mal gucken. Steuerung F. Oh, ja, ist ziemlich lang. Na okay, hat der Firefox jetzt schon mal schön angezeigt. Wir haben also jede Menge Features. Genau, also sowas kann man dann machen, wenn man sich die Requests anschaut, dann kann man die anfangen zu modifizieren und selber für sich zu nutzen. Und dann kann man sich ja auch mal einloggen, mal gucken, ob der gleich mein Passwort im Klartext anzeigt. So, anmelden. Ja, mal gucken. Werdet ihr gleich sehen, ob das mein Passwort ist. Login, super, genau. Was passiert, wenn ich da Enter drücke? Dann gibt es kein Get, sondern ein Post. Das sind so verschiedene Arten und Weisen, wie man mit dem Server redet. Einmal das Get ist einfach, hey, gib mir doch mal, was du hast. Und das Post ist, so, hier sind jetzt Daten, mach was damit. Und ich erwarte, dass sich irgendwas für mich verändert. Sozusagen Get erwarte ich immer dasselbe. Und beim Post erwarte ich mal unterschiedliche Sachen. Und da haben wir zum Beispiel den Login. Da kann ich hier reinklicken und glücklicherweise seht ihr jetzt erstmal nicht mein Passwort, aber wenn ich hier auf Parameter klicke, dann seht ihr das bestimmt, deswegen mache ich das nicht. Und ja, jetzt haben wir uns sozusagen eingeloggt und eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich das jetzt anklicke, dann seht ihr nämlich, dass es verschiedene Parameter gibt, die da übergeben werden. Jetzt bin ich im Zwiespalt. Ich zeige es aber nicht. So, genau. Also wir haben unterschiedliche Parameter und wir können die halt beim Login auch zeigen und verwenden. Wir können zum Beispiel schauen, was passiert, wenn wir einen neuen Fundort anlegen oder wenn wir ein Profil bearbeiten. Jedes Mal wird hier unten so eine neue Request gesendet und wir können uns anschauen, was da für Seiten geladen werden und wie die dann eigentlich aussehen. Wir können ja mal ein Beispiel machen. Ich gehe jetzt mal auf Karte. Neuen Fundort anlegen. Tun jetzt mal irgendwo hin. Da ist noch nichts. Meine Position, sehr gut. Dann trage ich mal ein, es gibt einen Apfel, der ist nur ein Test, ohne Bild. Dann scroll ich runter, ich habe die Regeln gelesen, klicke auf Speichern. So, da wird hier eine neue Pflanze gepostet und wir können schauen, was wurden für Parameter übergeben und da hat man so eine lange Liste von wegen irgendwelche Inhalte, Form, Build, ID und so weiter und irgendwelche, aber dann wird es später interessant, zum Beispiel die Pflanzenkategorie ist Kategorie Nummer 4 und sowas haben die sich dann alles ausgedacht, als sie Mundraub gemacht haben. Hier haben wir zum Beispiel einen String, den kann man sich auch selber von einer anderen API holen und das ist so ein JSON darüber, wo man sich gerade befindet. Da kann man anfragen, hallo, ich bin gerade an dem und dem Punkt auf der Erde, sag mir doch bitte mal die Adresse. Und das kann man bei OpenStreetMap anfragen mit so einer GET-Request und das gibt einem dann die Adresse zurück. So. Und dabei musste ich feststellen, dass die hier viele, viele Felder haben und keine allzu schöne API bereitstellen, sodass ich mir immer wieder die Seite holen musste. Ich musste die Seite auslesen, gucken, was haben die da eigentlich für Felder reingeschrieben und dann diese Felder selber ausfüllen und mit dem Programm dann das ausgefüllte Formular zurückschicken. Ja, das war sehr anstrengend, weil es dann auch so Probleme gibt, wenn man sich zum Beispiel einen neuen Account erstellen möchte, dann haben sie sowas eingebaut, das dafür sorgt, dass man nicht einfach so jetzt tausende neue Accounts innerhalb von einer Sekunde erstellen kann, sondern muss immer eine Weile warten. So. Da kann man sich zum Beispiel mal anschauen, was man noch so findet in so einer Request. Das ist beispielsweise Antwort, Kopfzeilen, Server ist ein Apache-Server, den kann man sich auch selber installieren. Wir wissen, wo das ist und wenn man jetzt nochmal andere. Hier drüben genau kommt Location, das heißt, bitte guck mal woanders also ich poste sozusagen hin, hier ist eine neue Pflanze und dann sagt er, okay, ich habe jetzt die neue Pflanze, bitte zeig jetzt doch mal deine Pflanze an und da sind wir wieder auf der Karte hier mit dieser Anfrage von dieser ID von der Pflanze und da sehen wir zum Beispiel sowas wie Drupal Dynamic Cache und wenn man das irgendwann mal gehört hat oder googelt, dann sieht man, okay, der Drupal, das ist ein Web-Framework. Wir wissen also sozusagen schon mal mehr über die Software, die dahinter funktioniert. Die benutzen irgendwie Drupal dafür.
Und jetzt immer, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dann kann ich gucken, wie macht Drupal denn das? Und ich habe schon mal mehr Indizien beim Reverse-Engineeren. Also sozusagen die Metadaten, die gesendet werden, sowie die Daten, die gesendet werden, kann ich hier mit dem Firefox einfach anschauen und schauen, wie funktioniert das eigentlich, wie kommuniziert die Webseite mit dem Server. So, genau. Das wäre jetzt die kurze Vorstellung. Habt ihr Fragen dazu? Wollt ihr euch auch mal eine, also ihr könnt jetzt sozusagen immer Rechtsklick drauf machen und das Element untersuchen und dann könnt ihr auf Netzwerk gehen für eure beliebtesten Webseiten und könnt gucken, wie die eigentlich intern miteinander reden, was die hier alles für Ressourcen laden und so. Ja, habt eine Frage? Genau, hier sieht man jetzt den Cookie zum Beispiel. Ich bin angemeldet, das ist mein Cookie. Und wenn ihr den Cookie auch benutzt, könnt ihr mit genau demselben Cookie jetzt irgendwelches Zeug machen mit meinem Account. Ja. Gut. Danke.